Im heutigen Video geht es um ein Thema, das wahrscheinlich alle auf die eine oder andere Weise betrifft. Es ist die Perfektion. In einer Welt, die von sozialen Medien und hohen Standards geprägt ist, geraten wir oft in die Perfektionsfalle. Wie können wir dieser Falle entkommen und ein erfüllteres Leben führen? Genau darauf werfen wir heute einen Blick. Also lehne dich entspannt zurück und tauche mit mir ein in die Möglichkeiten, wie du aus der Perfektionsfalle aussteigen kannst. Du bekommst heute 5 konkrete Tipps von mir, aber schauen wir uns zuerst mal an, was hat es mit der Perfektion auf sich? Denn Perfektion ist ein wahrhaftig hoher Standard, dem viele von uns nacheifern. Aber hier ist die Wahrheit. Perfektion existiert nicht. Es ist eine Illusion, die uns manchmal davon abhält, das Beste aus dem Hier und Jetzt zu machen. In vielen Fällen geht der Drang der Perfektion natürlich auf die Prägungen in unserer Kindheit zurück. Während unserer frühen Jahre nehmen wir Verhaltensmuster und Erwartungen aus unserem Umfeld auf, die einen bleibenden Einfluss auf unser Selbstbild haben. Zum Beispiel könnten Eltern, die hohe Erwartungen an die Leistung ihrer Kinder stellen, den Grundstein für perfektionistisches Verhalten legen. Es kann sein, dass du schon als Kind gelernt hast, dass Liebe und Anerkennung an die Erfüllung hoher Standards geknüpft ist. Ebenso können Erfahrungen von Lob und Belohnung nach fehlerfreiem Verhalten dazu führen, dass Kinder denken, dass ihr Selbstwertgefühl von ihrer Perfektion abhängt. Diese erlernten Muster begleiten uns oft ins Erwachsenenalter und beeinflussen nachhaltig unser Streben nach Perfektion in unterschiedlichsten Lebensbereichen. Nun kommen wir aber schon zu den 5 Tipps, um aus der Perfektionsfalle auszusteigen und in ein erfüllteres Leben einzutauchen. Tipp Nummer 1. Akzeptiere deine Unvollkommenheit. Niemand ist perfekt und das ist auch gut so. Wir alle machen Fehler und haben Schwächen. Statt uns von ihnen herunterziehen zu lassen, sollten wir sie als Teil unserer einzigartigen Persönlichkeit sehen. Und auch gerne Dinge ausprobieren und über unsere Grenzen auch immer wieder gehen, um uns weiterzuentwickeln. Erst wenn wir wissen, dass wir nicht perfekt sein müssen, dann kommen wir wirklich in unsere Authentizität und wir kommen auch in unsere Menschlichkeit. Tipp Nummer 2. Setze realistische Ziele. Oftmals setzen wir uns selbst Ziele, die jenseits unserer Möglichkeiten liegen. Und das führt dann zu Stress und Frustration. Anstatt nach der unerreichbaren Perfektion zu streben, setze dir realistische Ziele und erreichbare Ziele. Das bedeutet natürlich nicht, dass du deine Standards senken sollst, sondern vielmehr, dass du dir klare und machbare Schritte setzt, um das zu erreichen, was du dir vornimmst. Und denke auch dran, kleine Fortschritte sind besser als keine Fortschritte. Tipp Nummer 3. Genieße den Prozess. Das Streben nach Perfektion kann uns dazu verleiten, uns ausschließlich auf das Ergebnis zu konzentrieren und den Prozess zu vergessen oder den Prozess auch zu vernachlässigen. Also das Erlebnis an sich. Erinnere dich daran, dass das Leben aus den kleinen Momenten besteht und beginne wieder den Weg zu genießen. Lerne aus den Herausforderungen und feiere die Fortschritte, auch wenn sie noch so klein erscheinen. Das Leben ist ein kontinuierlicher Prozess und die Schönheit liegt im Unterwegssein und nicht nur im Ankommen. Tipp Nummer 4. Übe dich in Selbstmitgefühl. Statt sich selbst ständig zu kritisieren, wenn Dinge nicht perfekt laufen, ist es wichtig, sich mit Selbstmitgefühl zu beschenken. Was ist Selbstmitgefühl? Du gehst im Grunde mit dir selbst so um, wie wenn du einen Freund begleitest, ja, oder liebevoll mit einem Freund, einer Freundin umgehst oder auch mit einem Kind umgehst. Sei nachsichtig mit dir selbst. Genau so, wie du es bei einem Freund oder Familienmitglied sein würdest.
Akzeptiere, dass Fehler menschlich sind und erkenne deine Bemühungen an. Selbst Mitgefühl ermöglicht es, aus Fehlern zu lernen, ohne dass das eigene Selbstwertgefühl beeinträchtigt wird. Tipp Nummer 5. Suche die Unterstützung, vielleicht auch in deinem sozialen Umfeld. Der Weg aus der Perfektionsfalle kann eine Herausforderung sein, die jedoch leichter zu bewältigen ist, wenn man Unterstützung von anderen erhält. Teile deine Gedanken und Erfahrungen mit Freunden, mit deiner Familie oder auch mit einem Coach oder Therapeuten. Der Austausch kann nicht nur neue Perspektiven bieten, sondern auch das Gefühl vermitteln, dass du nicht alleine bist. Und in diesem Austausch wirst du auch erfahren, dass es anderen vielleicht sogar ähnlich geht wie dir. Erinnere dich daran, dass der Weg zu einem erfüllten Leben ein fortlaufender Prozess ist. Mit diesen 5 Tipps akzeptiere deine Unvollkommenheit, setze realistische Ziele, genieße den Prozess, pflege Selbstmitgefühl und suche Unterstützung. Kannst du aktiv aus der Perfektionsfalle aussteigen und eine neue Richtung in deinem Leben wählen? Wenn auch du Erfahrungen oder Tipps zum Thema Perfektion teilen möchtest, lass es mich in den Kommentaren wissen. Schenke mir auch gerne einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere diesen Kanal. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.